Der Ball abgerutscht von Nadja Chaus. 6:8 technische Auszeit jetzt. Da die Auszeit auf Stuttgarter Seite tatsächlich was gebracht. Und aus 5:2 machen sie 6:8. So, die Auszeit vorbei. Rose bringt erneut die Angabe rein. Und da hat der Block richtig spekuliert auf Stuttgarter Seite. Lande und Grabstein. 6:9. Rose erneut mit der Angabe und die ist mal viel zu weit. 7:9. Das war natürlich gar nichts. Denise Hanke will den Ball da ablegen, aber da kommt niemand. 7:10. Und auch der Ball ist zu weit. Grabstein war das. 8:10. Und da haben die Schweriner Glück. Das sind ihre Unsicherheit. Stuttgart hat gerade Unsicherheit zeigt bei den Angaben. Nadja Schaus. Jetzt mit der Angabe für den SSC. Und auch der ist zu weit. Fehlaufgaben en masse. Versuchen wir es noch einmal. Angie Blunt jetzt auf Stuttgarter Seite mit dem nächsten Versuch. Und der Ball aus dem Halbfeld. Dann drinne. Punkt für den SSC, 9:11. Kaufeld bei der Angabe. Und auch da ist der Schweriner Block nicht zusammen. Dasselbe Phänomen, was wir vorher auf der Stuttgarter Seite gesehen haben. Anja Brandt rutscht ihn dann auch noch durch die Finger. Punkt für Stuttgart. Und wieder schlägt Brandt da den Block an und erneut der Punkt für Stuttgart. Auszeit genommen vom Schweriner SC, 9:13.
Ja, beide Trainer haben da das technische Blatt weggelegt. Redet nur moralisch auf ihre Truppe ein. Und zumindest auf Schweriner Seite ist das jetzt auch richtig. Schöne Finte, da stand der Block nicht bereit. Aber Thomanns Ball abgefangen. Aus dem Halbfeld, da ist der Block dran. Sie können den Ball holen. Alarova gegen den Block und den können die Stuttgarterinnen nur noch rüberspielen. Da stand der Block richtig gegen Alarova. Jetzt der Schweriner Block, steht auch. Anja Brandt, aber der Ball geht ins Aus. 9 zu 14. Novaskova mit der Angabe und Schaus kriegt ihn zwar wieder rüber, aber der Ball geht ins Aus. 9-15. Und da bahnen sie einen Wechsel an. Retzlaff kommt jetzt für Schaus. Und sie ist auch die Grundlage für diesen erfolgreichen Angriff abgeschlossen von Adlerova. 10 zu 15. Denise Hanke. Gab es ein bisschen Konfusion mit den Mädchen, die Bälle zu spielen. Problem gelöst, Ball ist da. Denise Hanke. Mit der Sprungaufgabe. Guter Aufschlag, gut gelöst. Von den Stuttgarterinnen und der Block von Brandt geht wieder ins Aus. 16-10 technische Auszeit. Rechtzeitig fertig, alle beide Mannschaften diesmal mit der Auszeit. Und jetzt nehmen sie hier nochmal das Publikum mit. Und das kann der SSC jetzt gebrauchen. Bringt er mit der Angabe. Retzlaff holt den Ball. Und da haben sie Glück, der Ball geht ins Aus. Thormann gegen Grabestein. Und Schaus zurück für Retzlaff. Aber die auch da. Außer ein bisschen, bis der Ball denn da ist von den Ballmädchen. Adlerova. Ball eigentlich zu weit. Stuttgart holen ihn trotzdem und machen den Punkt durch, den Block durch. Filaja Mäcki. Und die geht jetzt auch zur Angabe. 17 zu 11 für Stuttgart. Und jetzt mal erfolgreich wieder Nadja Schaus.
12:17. Mal gucken, ob sich die Schwerinerinnen jetzt wieder ranschaukeln können. Brand mit der Angabe und das ist der Punkt. 13:17. Und da stimmt das Timing nicht und die Abstimmung nicht. Angie Blunt steigt hoch, aber der Ball fehlt. An den kommt sie nicht ran. 14:17. Aber da kommt die Sparinerin gerade noch so ran an den Ball. Und Kaufeld mit dem Block. Stuttgart können ihn holen, aber nur wieder rüberbringen. Und jetzt die Möglichkeit für Schwerin. Und Thormann. Und der ist drin. Und das muss man sagen, sehr fair auf der Seite der Stuttgarter. Der Trainer zeigt sofort an. Der Ball war drinne. Punkt für Schwerin. 17:15 aber noch für Stuttgart. Und jetzt Auszeit genommen von Stuttgart. Jetzt hat Schwerin fast das geschafft, was ich vorher angesprochen hatte. Haben sich wieder rangeschaukelt. Bisschen hochschaukeln lassen, auch vom Publikum hier. 15:17. Und auch jetzt versuchen hier die Schwerinerinnen das Publikum mitzunehmen und das nimmt das dankbar an. Brand bei der Angabe. Und der Ball kommt sogar noch rüber. Aber der Ball ist aus und die Freude auf Schweriner Seite. 16:17. Und Anja Brand mit dem Netz und Thormann legt den Ball einfach nur rüber und da ist der Ausgleich. Und erneut Brand mit dem Punkt. Er hat sogar die Führung für den Schweriner Sportclub. Und man versucht hier weiter, die alle am Leben zu halten. Stuttgart jetzt hier in Bedrängnis zu bringen und auch diesen zweiten Satz gewinnen zu können. Brand mit der Angabe und die ist zu weit. Da ist der Schwung so ein bisschen raus. Das hat man gehört, dieses Raunen, was durch die Zuschauer geht. Also ganz stolz sein auf diesen Lauf der Schwerinerin, 18:18.